Willkommen zurück, liebe Leute, zu Need for Speed Rivals. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und, what the fuck? Ich muss meinen Kollegen helfen. Sirene angeschmissen und los geht's. Können wir direkt mit einsteigen, dem helfen. Was ist los? What the fuck, was fährst du denn für ein Auto? Was fährt der denn für ein Auto? Hat er den erwischt oder warum war das jetzt so schnell zu Ende? Ich habe keinen blassen Schimmer. So, auf jeden Fall müssen wir noch die letzte Aufgabe erledigen, und zwar eine Garage benutzen. Das machen wir doch mal eben, dann haben wir den ersten Auftrag abgeschlossen, sozusagen. Ist das hier eine Garage? Ne, das ist der Kommandoposten. Einfach Easy Drive, genau. Easy Drive. Das ist Events, GPS. Werkstatt war das, oder? Ja, genau. Und zack, so schnell geht das. Das finde ich sehr, sehr nice, die Funktion, dass du das alles schnell auswählen kannst über das Steuerkreuz. Und dass man dann direkt den Weg angezeigt bekommt. Oh, da vorne ist ein Racer, den schnapp ich mir. Das will ich auf jeden Fall mal jetzt hier ausprobieren. Wow, der hat mich ausgetrickst, habt ihr das gesehen? Boah, da bin ich reingefallen, Okay. Boah, der fährt einen Aston Martin. Da sitzt doch nicht etwa James Bond drin, oder? Genau, da kommt direkt meine Kollegen, wie geil, ey. Nicht schlecht. Als alter Burnout-Veteran habe ich das schon drauf. Oh, jetzt habe ich mich gelobt. Ja, da willst du mich austricksen, oder was? Jetzt habe ich mich gelobt. Das kann ja nur schief gehen. Obwohl, das heißt ja nicht, dass ich gut bin. Ich bin ein alter... Auf jeden Fall bin ich ein alter Burnout-Veteran. Ich habe alle Teile gezockt. Aber das heißt nicht, dass ich besonders gut bin. Boah, dieser fette Rambler hat nicht mehr abgezogen als das? Das kann doch nicht, das kann doch nicht sein, ey. What the... Was war das? Das kann doch nicht angehen. Und dieser ganze Staub. Das kann doch nicht sein, das kann doch nicht so schwer sein. Na, endlich! Wo ist denn mein Kollege? Ist der da runtergefallen? Ne, da fährt er. Okay. Alles klar, und super, hier ist direkt eine Werkstatt. Oh ja, super, das passt doch. Als wäre es Schicksal gewesen, dass wir direkt hier landen. Zum nächsten Kommandoposten, da fahren wir direkt mal hin. Auf jeden Fall finde ich die Aufmachung des Spiels, dass du beide Seiten sozusagen zocken kannst, sehr, sehr gut eigentlich. Das macht auf jeden Fall Spaß, bringt auch gut Abwechslung. Aber so die klassischen Rennen sind hier anscheinend nicht mehr... drin, in dem Sinne, dass du dich durch Menüs oder so wurstelst. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr so. Alles jetzt mit offener Welt und dann kannst du dorthin fahren und so weiter. Finde ich auch ganz gut. Aber dieses Oldschool-mäßige, was ja noch bei ja, Spielen wie Forza zum Beispiel, was ich ja vorhin erst erwähnt habe. Habe ich das erwähnt vorhin? Weiß ich gar nicht. Forza, Grid oder so ist ja auch noch vorhanden. Aber diese arcadian Racer, die haben ja mittlerweile wirklich alle fast ein Open World, ne? Hast du den Eindruck? Weiß nicht. So. Das hätten wir auf jeden Fall schon mal abgeschlossen.
wir haben einen neuen Rang bekommen, neuen Wagen und neue Technik. Oh, einen ersten Martin. Nice. Zeit, das Netz auszuwerfen. Das Netz auszuwerfen? Kollege, ich bin nicht Spider-Man. Beginne den Kampf von innen. Zeig ihnen, wem die Straße gehört. Zeit, das Netz auszuwerfen. Ja, okay, alles klar. Dann nehmen wir das eben. So. Jetzt haben wir aber eins mit den Cops erledigt, dann machen wir auch eins noch mit den Racern. Stimmt, das habe ich beim letzten Mal gar nicht beendet. Eins müssen wir noch machen, einen Punkt bei den Aufgaben. So. Was genau ist es? Bronze bei Zeitrennen. Also einfach auswählen, Zeitrennen und los geht's. Ich finde es wirklich sehr schade, dass es nur zwei Kameraperspektiven gibt. Außen und Stoßstange. Das war's denn auch schon. Also weniger habe ich echt noch nie erlebt, glaube ich. Zumindest mal eine zweite Variante von außen. Motorhaube oder so. Das ist doch alles Standard, oder? Oder erzähle ich das Quatsch? Also für mich sollte das Standard sein. Aber naja, gut. Innenraum. Das verlange ich nicht unbedingt. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ah, shit, jetzt hab ich. Ja, komm, mach mal Kopf an Kopf rennen wieder. Ich wollte es ja unbedingt haben. Mein Gott. Das ist ein Rennspiel. Da will man noch Rennen fahren, oder? Ja, dachtet ihr, ich fahre einfach eiskalt geradeaus? Habe ich mir eigentlich auch bis zum Schluss gedacht, aber dann habe ich gemerkt, oh scheiße, du bist recht sick. Wo ist mein Kollege? Boah, was geht mit dem Licht jetzt hier, mit dem Wetter ab jetzt? Aber dieses Spiel wurde ja mit der Frostbite Engine gemacht, so wie jedes Spiel bei EA. Die benutzen das ja wirklich für jedes Spiel. Ich glaube sogar Dead Space 3 wurde damit gemacht. Oder? Oder erzähl ich Quatsch jetzt? Ich glaube schon. Shit! Nein! Das musste passieren. Früher oder später musste das passieren. Wo ist denn mein Gegner, sag mal? Ist ja gar nicht mehr zu sehen, irgendwie. Ja, ich höre dich. Oder? Oder was haben wir da gerade gehört, alle? Ich weiß nicht, was ist... Nein, da kommt er auf dem Radar! Shit! So kurz vor Schluss, das war ja klar, ja. Boah, das ist nicht mit mir. Du Sau, ja. Okay. Jetzt aber. Jetzt fahren wir aber zum Zeitrennen.
kritisch. Ja, ist ja schon wieder repariert. So, wie weit müssen wir denn noch fahren? Die Optik kann schon überzeugen. Definitiv kann die überzeugen. Und das Spiel, was ja noch viel wichtiger ist, macht auf jeden Fall auch Bock. Fahre gegen die Uhr. Alles klar, 2 Minuten 30, das ist das Ziel. Denn wir wollen natürlich Gold. Ist ja klar. Schöner Drift. Schön reingerammt. Das ist doch nice. Das ist super. So. Wow, nicht schlecht, da holt er teilweise die Drifts raus und dann wird er weggerammt. Geh mal weg jetzt, nur weil du neidisch bist. Mensch, erstmal auf mein Auto und dann auf mein Aussehen. Und der ganze Rest auch. Officer benötigt Verstärkung bei High-Speed Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Das war eine schlaue Aktion. Und entkommen. Alle Einheiten, Gebiet von letzter Position aus absuchen. Na, so schlecht läuft es so gerade gar nicht. Wie weit sind wir noch entfernt? Wie ist die Zeit? Oh, die Zeit sieht sehr, sehr gut aus. Oh Gott! Ey, ohne Witz, ich mache hier die übelsten Manöver, als wäre ich Vin Diesels Bruder, weißt du? Jim Diesel? Aber nein, Alter, da fährt ein einsames Auto mitten auf der Straße. Fahr mal da rein, das ist, glaube ich, ganz gut. Mensch, ey. Glaubt mir, Leute, im Nachhinein fasse ich mir auch jedes Mal den Kopf und denke mir, was hast du da verbrochen eigentlich? Schlimm, schlimm manchmal. Habe ich gerade wirklich gesagt, ich wäre Jim Diesel? Jim Diesel? Das gehört auf jeden Fall in ein Best-of. Ich sollte mir selber einen zusammenbauen. Scheiße, Mann! Nein, keine Lust jetzt. Ich muss entkommen. Werde ich verfolgt, wirklich? Ja, oder? Nein. Nein, werde ich nicht. Nein, werde ich ja gar nicht. Immer mit der Ruhe jetzt. Doch, doch, die wollen mich, aber wenn man ins Versteck geht, dann ist, glaube ich, alles sicher. Genau. Dann hat man alles gesichert. Das ist wirklich der Rückzugspunkt. Mein Gott. Und reden kann er auch nicht. Schlimm. Ist ja auch gar nicht gefordert als Let's Player. So, hätten wir das auf jeden Fall abgeschlossen. ...77.761, nicht schlecht. Crashes 2, das wollen wir gar nicht lesen. Rang erhöht. Neue Lackierung. Neue Verfolgungs-, neue Leistungs-Upgrades. Leistung-Upgrades. Bisschen tunen kann man wahrscheinlich auch hier wieder. Neuen Wagen verfügbar. Wo sind die leicht bekleideten Frauen? Na? Nur der Sieg zählt. Man kann wohl nicht alles sagen. Gesetz ins Auge. Slamme einen Kopf von der Seite. Nur der Sieg zählt.
Slamme, nicht schlecht. Ich muss die Grenze finden. Schafft der Wagen 241, ja, oder? Nehmen wir mal das. So, jetzt aber wieder zu den Cops wechseln. Ganz kurz. So, auf die Streets raus mit uns. Und dann erstmal den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute, was ihr gesehen habt. Teilweise fahre ich ja gar nicht mal so schlecht. Nein, Spaß, es geht. Es geht eigentlich. Aber man muss sich natürlich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Das sind jetzt die ersten Minuten immer noch. Der zweite Part. Viel mehr habe ich... Was war das? Gar nicht gefahren. Deswegen hoffe ich natürlich, dass es euch gefällt. Wenn es der Fall ist, wie immer, wisst ihr, gerne ein Like da lassen. Eure Meinung zum Spiel auch gerne immer in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich für alles. Auch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.